Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team, jetzt im neuen Jahr 2019. Wir wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr. Frohes Neues! Hoffentlich habt ihr noch alle Finger dran. Wir haben es auf jeden Fall. Nein, das Video ist voraufgenommen. Könnte schon was passiert sein an Silvester. Ja, wir haben uns einen ganz, ganz neuen Freddy von Sun rausgepickt. Und zwar den Exotic Dragon. Den gab es erst, glaube ich, 2 Tage vor Silvester oder so ist der rausgekommen auf den Markt. Und ja, ganz typisch für 24/7, 200 Gramm, 16,90 €. Drin sein soll Banane, Kiwi und Drachenfrucht. Deswegen Exotic Dragon. Ja, ich würde sagen, fängt gleich mal einer an mit dem Schnitt. Ja, eine gibt dann wohl ich. Ja, der Schnitt ist auf jeden Fall auch wieder 24/7 typisch, würde ich sagen. Mhm. Relativ grob, relativ feucht, klebrig. Zeig mal den Deckel. Ja, den Deckel. Das könnt ihr ja hier sehen. Also er ist schon wirklich ganz gut feucht, aber das ist ja nichts Schlechtes an sich. Also geht auf jeden Fall noch klar. Es gibt Tabake, zum Beispiel, wo der Tabak deutlich mehr schwimmt. Also von daher hier eigentlich nichts weiter zu bemängeln. Ihr wisst, wenn er euch zu grob ist, dann geht halt noch mal kurz mit der Schere ran. Aber im Tonkopf kein Problem. In der Sapphire Powerboard mit Lotus auch kein Problem. Wahrscheinlich ist es nirgendwo ein Problem. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die immer meckern. Von daher nehmt euch einfach eine Schere, verdammt nochmal. So ist es. Kommt jetzt zum Geruch. Alles cool, Max? Na klar. Der riecht schon mega, mega lecker. Sehr fruchtig. Und ich muss sagen, das Erste, was man so riecht, ist eindeutig die Bananennote, die da so durchkommt. Aber auch gleich gefolgt von einer sehr fruchtigen Geruchsmischung. Ich würde mal sagen, dass das die Drachenfrucht ist. So leicht blumig, aber wirklich sehr intensiv. Die Kiwi, man hat hier so eine leicht zärtliche Note mit drin. Ich würde mal sagen, das könnte vielleicht so ein Standard von der Kiwi noch sein. Aber alles in allem riecht das nach einer geilen Kombination. Auf jeden Fall. Das Problem, was ich hatte mit Drachenfrucht ist, ich habe mal nur Drachenfrucht gegessen, habe ich vorher den beiden erzählt. Hat für mich irgendwie nach kaum was geschmeckt. Dann kenne ich so dieses Drachenfruchtzeug von Capri-Sonne, was aber wahrscheinlich einer wirklich natürlichen Drachenfrucht sehr wenig nahe kommt. Also eher Chemie. Es ist im ersten Moment süß und so eine leichte Säure im Hintergrund. Das Ganze noch relativ spritzig, also nicht muffig. Und vielleicht sogar so eine ganz leichte Bananennote, die man da so schmeckt. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Also ich bin da ja ganz anderer Meinung. Ich finde ihn lecker, ich finde ihn fruchtig. Ich finde, man kann ihn auf jeden Fall lecker rauchen. Ich schmecke da allerdings weder Drachenfrucht, noch Banane, noch Kiwi in erster Linie raus. Für mich ist das beim Ausatmen ganz klar eine Mango. Und zwar, stellt euch vor, ihr kauft euch eine Mango und esst die. Und den Geschmack, den ihr dann im Mund habt, so schmeckt dieser Tabak auch, wenn ihr ausgeatmet habt. Also wirklich die natürlichste Mango-Note, die ich bei Tabak jemals irgendwie geschmeckt habe. Das ist ein bisschen komisch bei dem Tabak. Aber für mich gibt es da relativ wenig zu diskutieren. Ich würde ein Veto einlegen. Das ist nicht so. Okay. Ich finde tatsächlich, er schmeckt sehr nah nach dem, was er riecht. Er riecht an dem Tabak und erwartet diesen Geschmack. Und ich finde, das kriegt man auch im Boden. Also es schmeckt jetzt nicht komplett anders. Natürlich leichte Abweichungen kennt ihr ja. Eine große Abweichung in Richtung Mango. Also denkt nicht an so ein Woman to Go zum Beispiel von 187. Es ist keine Shisha-Tabak-Mango-Note, sondern wirklich eine super natürliche Mango-Note. Ja, okay. Ich bin ja bei Mango. Aber ich würde sagen, überzeugt euch doch vielleicht einfach selbst, wenn ihr ein freies Minütchen habt und vielleicht sogar in Berlin wohnt, fahrt doch mal in den Layal Shisha Shop in der Altstadt Spandau. Ganz genau. Welche Straße? Havelstraße Nummer 8. Genau, direkt gegenüber vom Kino. Da kriegt ihr den nämlich. Mhm. Zum Beispiel, da haben wir den jetzt auch. Ja, Ali hat den nachher ganz frisch. Ganz frisch aus der erste Kopf, den wir jetzt hier auch rauchen. Gerade die Kiste aufgemacht, die guten Jungs, und mir eine Dose rausgegeben. Perfekt, also frischer geht's nicht. Und tolle Produktion. Also wenn ihr die bekommt, die erste Produktion. Hier steht sogar ein Datum drauf. 12.18. Wer hätte es gedacht? Wenn ihr die bekommt, dann könnt ihr diesen leckeren, geilen Fruchtmix erwarten. Also ich finde ihn sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall. Und würde auch sagen, man kann den wahrscheinlich ganz gut mitmischen. Wolltest du sagen, oder?
Das wollte ich nicht sagen, aber gute Idee. Ja, na klar, für euch Minzliebhaber. Hier ist keinerlei Minze drin, zumindest schmeckt man sie nicht. Max hat schon recht, es ist wieder mal so ein richtig süßer, fruchtiger Tabak. Da passt einfach Minze perfekt rein. Und unsere Empfehlung, uneingeschränkt, der Sweet Breeze von True Passion. Macht den da rein, dann seid ihr glücklich. Ich will eigentlich ein Fazit geben. Das wollte ich ursprünglich. Ach so, nein, dann mal gut. Ja, auch. Die zieht gerade so genüsslich dran, könnt ihr nochmal sehen. Der Rauch ist vollkommen in Ordnung, also wie jeder andere gute Shisha-Tabak auch. Haut noch einen Kopf damit, ihr werdet lange Freude damit haben. Geschmacklich, haben wir gesagt, auch sehr, sehr lecker. Und für uns, denke ich mal, eine klare Kaufempfehlung. Absolut. Gönnt euch den. Jo, und dann sind wir auch schon wieder durch mit dem Video. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Der Bursche steht drauf. Wenn ihr raucht, raucht mit euren Kindern, eurer Familie und euren Freunden. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, wir sind raus. Macht's gut. Vergesst nicht zu liken. Genau, vergesst nicht unter dem Video ein Like zu geben oder uns zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Natürlich komplett kostenlos, glaube ich. Und damit, guten Rauch, guten Geschmack. Wir sind raus. Macht's gut. Euer Shisha-Team. Haut rein. Ciao. Ciao. Ich hab schon Haut rein gesagt, sag ich nochmal Haut rein. Sorry. Was ist denn los? Mein Wortschatz ist leider nicht sehr. Das ist ein Schlauchhalter. Geil, oder? Dieser Troll-Schlauchhalter, ja. Das ist ein Troll. Zwerg. Ein Zwerg, ja. Dieser Zwerg-Schlauchhalter exklusiv nur beim T-Shirt. Nicht zu bestellen. Können wir verkaufen. Nee? Ja, guck. Ich weiß nicht, ob ich das zwar selber mit Geld machen können, aber ihr könnt ihn natürlich gucken. Ihr könnt ihn auch bei uns bestellen, dann kostet das doppelt. Aber wir hatten ihn einmal in der Hand. Würden wir auch nochmal unterschreiben und draufniesen. Und draufniesen. Wir können ihn auch kurz in der Molasse töten oder so. Wir sind doch offen. Also man hat hier so eine leichte Säule. Kaputt. Und alle Blicke sind dran. Okay. Ist ja genau so. Ach, Adi, du darfst es selber machen. Ha! Prost.